Das ist schon klar, dass das ein Projekt wird, wo wir eigentlich noch nie gehabt haben. So fast. Außer damals vor 100 oder 150 Jahren oder 200 Jahren, wie das Zementwerk Marienstein entstanden ist. Muss man schon sagen. Die Chancen, das ist, was der Investor sagt, und ich kann nur das sagen, was der Investor sagt. Es werden Arbeitsplätze entstehen. Er spricht von 150, er redet von 10 bis 20 oder 15 Lehrstellen, was da drum entstehen werden. Er spricht von einem sanften Tourismus, was entstehen könnten. Also Chancen wären bestimmt da, und vor Risiken braucht man nicht abreden. Also Risiken sind mit Sicherheit da. Wir wissen ja nicht, wie sich das weiterentwickelt oder wie sich auch die Zeit weiterentwickelt. Es ist überall, jeder Unternehmer hat ein Risiko und auch der Bürger, dass der Verkehr zunehmen kann. Also wir haben schon mittelständische Betriebe, aber sehr viele sind halt Pendler. Muss man einmal ganz, ganz ehrlich sagen, viele fahren nach München, nach Rosenheim, nach Bad Tölz, Weilheim, die Gegend, wie die Firma Loswicker käme. Jetzt haben wir sogar eine Gruppe von, glaube ich, 10 oder 15 Leute, wo sogar nach Gunstenhausen fahren, wieder die Firma Los, oder die fahren zum Deckel nach, wo fahren die, Straubing oder irgendwo da rauf. Also es ist schon so, dass wir nicht unbedingt eine Schlafgemeinde sind, sondern dass wir auch heimische Betriebe haben, die wo wir unheimlich brauchen, und fitte Betriebe, die wo auch ziemlich vorwärts gingen. Wenn Sie jetzt da beim Fenster nachschauen und Sie sehen den Wald da drüben, da haben wir schon in die FFH-Flächen drin. Flora, Fauna, Habitat. Und wenn ich mir das anschaue, Kräut hinten, die können sich fast nicht entwickeln, weil sie keine Ausgleichsflächen mehr haben. Und eine Ausgleichsfläche muss eine Fläche sein, die wo aufwertbar ist. Wir in Walkirchen machen jetzt das gerade so. Wir versuchen das, seitdem ich Bürgermeister bin, kann jetzt wirklich sagen, dass wir Ausgleichsflächen schaffen. Wir haben auch schon einen Teil Waldstück gehabt, das wo hinten im Mariensteiner Moor ist. Das ist bei so einem Reit gleich gerade hinten. Das sind ungefähr, glaube ich, 1,6 oder 1,8 Hektar gewesen, wo wir dann mit dem Forstamt und mit dem Naturschutzbehörde, muss ich sozusagen, praktisch abholzen haben lassen und den Zugang wieder vor dem Moor, also praktisch wieder renaturiert haben. Aber wenn da so Sachen aufkommen, dass die vielleicht nicht ganz so fair kommen, sind die Unterschriften, so bin ich der Meinung, es sind nicht umsonst 1000 Stimmen zu kommen. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein Demokrat, dass ich auch sage, ich muss das respektieren. Und ich respektiere das. Weil das Schade ist eigentlich das bei so einem Bürgerbegehren. Der eine sagt, ich bin nicht informiert, der andere sagt, ich weiß zu wenig, und der andere ist von Haus aus dagegen. Sagen wir jetzt einmal so. Okay? Man muss das demokratisch sein, man muss die Leute informieren. Jeder Bürger muss sie informieren und muss schauen, was für ihn am besten rauskommt. Die Bürger sollen miteinander reden und nicht streiten. Man muss einen gescheiten Kompromiss finden, da wo die Möglichkeit besteht, wo ich die Natur nicht so zerstöre, wo ich sage, mit dem kann ich leben und muss nicht unbedingt vorn dort stehen, dann bin ich dafür, dass man auch Gewerbe herkriegt. Und dafür haben wir unsere Gewerbegebiete. Aber genauso muss man schauen, und noch mehr muss man schauen, dass man auch den Lebensraum für die Natur, für unsere Bürger, für unsere Kinder erhalten. Ja, das wird für beide Seiten ein hartes Stück Arbeit. Aber jeder weiß, dass ich, da brauchen wir jetzt überhaupt nicht falsch reden oder was, ich war von Anfang an für das Projekt, weil ich da eine Chance sehe, aber man muss die Bevölkerung jetzt mitentscheiden lassen.